Ja, der Polizistenalltag ist hart, selbst im niedersten Niederbayern. Und wenn dem Dorfpolizisten Franz Eberhofer das auf den Magen schlägt, dann geht er zu seiner Oma. Denn da gibt's was Gescheites zum Essen. Schweinsbraten mit Knödel oder Kalbshaxe oder Krautwickerl oder Dampfnudeln. Richtig urig, bayerisch und Oma-mäßig eben. Und jetzt hat Oma Eberhofer sie endlich aufgeschrieben. Ihre Rezepte. Echte bayerische Schmankerl, von Obatzda bis Rahmschwammerl, vom Hirschgulasch bis zum Zwetschgendatschi. So lässt sich's auch als Polizist gut leben. Nach ihren Krimis Winterkartoffelknödel, Dampfnudelblues und Schweinskopf al dente veröffentlicht Autorin Rita Falk nun ihr erstes Kochbuch. 70 typisch bayerische Rezepte aus Oma Eberhofers Küche erwarten sie im Knödelblues, erschienen im Christian Verlag.